Herzlich willkommen zurück zu Hard West mit Arezu. Ich bin Arezu und ich habe zu lange nicht gespielt, deswegen bin ich ein bisschen aus der Story raus. Ich weiß, dass wir Solomon Delir spielen und nach Wahnsinn suchen. Ja, wir haben das Wahnsinnsmessgerät, stimmt. Ja, dann gucken wir mal. Wir können zum Beispiel mal hier hingehen zur Werkstatt und gucken, ob wir da Wahnsinn finden. 5 Trümmercliff. Okay. Verlassen wir. Dann schauen wir mal, was wir. Moment. Oh, hier leuchten Dinge. Das heißt, hier waren wir noch nicht, ne? Dann gehen wir mal dahin. Und 14 Trümmercliff. Immer noch zu niedrig. Der trübe Sumpf war der letzte Ort, an dem man Trümmercliff gesehen hatte, bevor er verschwand. Neugierig, was geschehen war, durchdachte Solomon kurz. Durchsuchte Solomon kurz das Gebiet und fand mitten im Sumpf eine Botschaft in einem Baum geritzt. Bin kaum noch zurechnungsfähig. Der Ursprung muss ganz nah sein. Begebe mich nach Norden. Solomon kaute Ginseng, damit er besser sehen konnte, und durchsuchte den Sumpf gewissenhaft. Ja, das machen wir mal. Gegenstand verloren, Ginseng. Auf der Suche nach der Leiche grub Solomon sorgfältig alles durch. Den Leichnam seines Erfinderkollegen fand er zwar nicht, aber seine vom Ginseng geschärften Augen entdeckten eine Rolle, die Trümmercliffs Insignien trug. Sie enthielt einen Entwurf für ein Gerät. Okay. Gegenstand erhalten, Entwurf. Immerhin. Gut, dann gehen wir mal weiter nach Norden, ne? Ups. Okay. Ja, okay, hier einfach über die Steine rüber ist wahrscheinlich schwierig. Oh. Als Solomon weiterforschte, stellte er fest, dass das Wahnsinnsmessgerät massiv ausschlug. In diesem Gebiet zeigte es 18 bis 20 Trümmercliff an. In einiger Entfernung erblickte er einen großen Krater. Ort wurde verfügbar, Krater. In dem Häuschen aus Redwood-Holz lebte angeblich ein Seher. Durch die offene Tür sah Solomon in der Mitte des Raums eine Glaskugel von 60 cm Durchmesser. Mr. Persons riet Solomon davon ab, den Seher zu konsultieren. Moment, welcher davon? Er hatte gehört, der Alte sei ein manipulativer Irrer und Gespräche mit ihm trieben Leute nur tiefer in den Wahnsinn. Papa Huff, der Seher, warf Solomon einen Blick zu und bat ihn, neben der Glaskugel Platz zu nehmen. Ich bin neugierig. Wir nehmen die Einladung an. Entschuldigung, wir nahmen die Einladung an. Solomons Gespräch mit Papa Huff sprang von einem Thema zum nächsten. Der Seher sprach wirr von einer schrecklichen Zukunft und gab eine inspirierende Geschichte über Schicksal und Wahnsinn zum Besten. Danach fühlte Solomon sich extrem energiegeladen. Karte halten, Herz 9. Oh, schön. Dann schauen wir mal. Kartenmenü öffnen. Die Herz 9 haben wir hier. Arterientreffer. Klingt gemein. Der getroffene Gegner kann noch 5 Schritte machen, bevor er schweren Schaden erleidet. Das klingt gut. Und bringt noch 5 GP dazu. Erst einmal, wir haben hier Damen, Kreuzen. Hier haben wir den Joker für einen Full House. Das heißt, wir haben ja die 10 und die Asse. Ne, dann haut das hier nicht hin. Hier könnten wir Kannibale ersetzen. Eventuell, ja, wir haben hier ein... der eher vorne steht und hier einen, der auf keinen Fall sterben darf. Dann tauschen wir hier mal die neuen aus. Jetzt haben wir hier weiterhin die Straße. Hier haben wir nicht mal die hohe Karte leider, aber naja. Gut. Gehen wir direkt zum Krater? Wir haben hier noch eine ganze Menge zu erforschen. Ich würde sagen, wir gehen erst einmal hier lang. Erstmal zum Zirkus. Eine Gruppe Leute schaute gebannt zu, wie zwei Männer sich mit Messern einen Kampf auf Leben und Tod lieferten. Die Menge jubelte, der Sand war voller Blut. Ein Mann mit einem Zylinder kommentierte den Kampf mit dröhnender Stimme. Solomon sprach mit dem Kommentator. Solomon näherte sich dem Kommentator, der sich als Daniel Molgaard Anderson vorstellte. Er war ein Unternehmer und hatte mit diesem Zirkus des Bluts eine Möglichkeit gefunden, Profit aus der Epidemie zu schlagen. Er forderte Solomon zu einer Wette heraus. Einer seiner Männer gegen einen der Persons. Wenn sein Kandidat siegte, würde Solomon 50 Dollar bekommen. Nein, nein, das machen wir nicht.
Am Ende haben wir vielleicht die 50 Dollar, aber eine Verletzung und das wäre nicht so gut. Davon abgesehen ist es moralisch verwerflich. Eine Gruppe Leute schaute gebannt zu... Achso, ja, das ist klar. Dann... Abgebranntes Fort. Das Fort war wohl von einem schrecklichen Feuer heimgesucht worden. Manche Mauern waren eingestürzt, der Rest war ein wackeliges Wirrwarr aus Holz und Eisen. Verkohlte Leichen bedeckten den Boden, der Hof starrte vor ranzigem Fett und Knochen. Das stark beschädigte Gebäude auf einer Seite sah nach einer Waffenkammer aus. Es wirkte extrem unsicher. Da hat kurz die Betonung nachgelassen. Solomons oberflächliche Durchsuchung des Hofs förderte nur wenig Nützliches zutage, oder Solomon beschloss, den Hof und die Waffenkammer gründlich zu durchsuchen. Ja, machen wir. Während sie das Fort plünderten, stürzte die Waffenkammer ein und Solomons Begleiter wurden verletzt. Geld erhalten, A. Pearsons von Schädelbruch betroffen und Mechanikteile und Viertelfinderpistole haben wir bekommen. Moment. So. Fehlender Zeigefinger, verkrüppelter Fuß und Schädelbruch. Ein starker Schlag gegen den Schädel hat Schwindel ausgelöst. Minus 5 Zielen, minus 80, minus 1 Max GP. Dem geht's echt nicht mehr gut. Zum Glück haben wir nicht kämpfen lassen. Obwohl, nein, wir lassen jetzt mal kämpfen und gucken, ob wir den noch kaputter kriegen. So. Solomon entschloss sich, einen der Pearsons in die Arena zu schicken. Sehr gut, ich darf mich entscheiden, wer. A. Pearsons. Der Wahnsinnige war drahtig und brutal und schlitzte Mr. Pearson mit blanker Klinge den Bauch auf. Upsi. Solomon verlor einen guten Mann und obendrein sein Geld. Ahem. Als Solomon die Arena verließ, schien die Blutgier des Publikums zu... überwältigen. Ach so, ich hatte des Publikums gelesen und dachte, da fehlt was. Der Erfinder floh eilends. Aus der Entfernung sah er den Ort in Flammen aufgehen. Bald traf ein neuer Pinkerton ein. Ja, A. Pearson ist nicht mehr von fehlender Zeigefinger, verkrüppelter Fuß und Schädelbruch betroffen. Das ist... ja, toll. So, dann geben wir dem mal seine Karten. Einmal die Herz 9. Der Karo Bube. Karo König. Pik 10. Und... da ist er, die Herz Dame. Tja, im Prinzip hat uns das geholfen. so. Noch ein bisschen Kleidung bekommen. Generell könnten wir ein bisschen Kleidung für alle gebrauchen, fällt mir gerade auf. Das verlieren wir immer, wenn wir sterben, ne? Also wenn uns Leute wegsterben. Ja. So. Wenn der Zirkus in Flammen aufgegangen ist... ne, ist weiter erreichbar offenbar. Dann ab zum stinkenden Haus. Solomon bemühte sich, seine Verbündeten nicht zu beschuldigen, doch seine Gedanken waren immer öfter voller Hass. Allmählich glaubte er, der Protector und die Pearsons hätten sich gegen ihn verschworen. Als er in dieser Nacht aus seinem Albtraum hochschreckte, wurde er von Ideen für einen weiteren Entwurf überwältigt. Und das hier ist Gefahr von Wahnsinn, das hat noch nichts mit dem Haus zu tun gehabt, offenbar. Solomon Delay ist jetzt von Wahnvorstellungen betroffen, aber nicht mehr von der Psychose, yay. Hütte des Künstlers. Die alte Hütte stank nach Farben und Exkrementen. Dort hauste Ernesto Ristola, ein geistesgestörter Maler, den manche für ein Genie hielten. Seine Bewunderer sagten, hinter Ristolas unverständlichen Mustern verbergen sich die unausgesprochene Geheimnisse und obskure Bedeutung. Doch nur ein von Wahn getrübter Verstand könne die Gemälde verstehen. Ein gesunder Geist würde beim Versuch dem Wahn verfallen. Ah, kein Problem, wir haben schon Wahnvorstellungen, dann verstehen wir das bestimmt. Solomon beschloss, selbst nachzusehen, stundenlang bewunderte er die Bilder, oder Solomon beschloss, solch grässlichen Machwerken keine Zeit zu widmen. Wir gucken sie uns an. Nach kurzer Betrachtung der Gemälde fühlte Solomon seine geistige Gesundheit schwinden. Er rannte aus der Hütte. Solomon fand Ristolas Werke unglaublich schön, sie inspirierten ihn sogar zur Schöpfung eines völlig neuen Entwurfs. Wir kriegen hier gerade einen Haufen neuer Entwürfe, das ist ja schön. Wahnvorstellung, der Blick wird feindselig und erschreckend. Minus 10 Zielen, minus 4 Sicht, minus 4 Bewegung, minus 2 Max GP. Idyllischer Obstgarten. Solomon kam an einen Ort, der in diesem verwüsteten Land fehl am Platze schien.
Es war ein Garten voller herrlicher Obstbäume. Überall standen Kisten mit frischen Früchten, die dazu einluden, ihre Süße zu kosten. Konnte das real sein? Solomon tat den Garten als Trugbild ab, oder Solomon ging in den Obstgarten in der Hoffnung, er könne eine Weile bleiben und sich erholen. Das hier ist die falsche Option. Aber wir tun's. Wir sind positiv. Uns geht's gut. Wir gehen in den Obstgarten. Bald stopften sich Solomons Leute mit reifen Früchten voll. Das Wasser des nahen Flüsschens war klar und kühl. Die Kisten in der Nähe enthielten gekühlten Schnaps und Gold. Sie nannten den Ort Eldorado Pequeno. Es fühlte sich an wie ein Traum. Am nächsten Morgen war der Garten verschwunden. Zwar war das Gold real genug, doch Solomon fürchtete, diese Kuriosität könnte ihren Verstand nachhaltig beeinflusst haben. Okay, wir haben Geld erhalten, wir haben Schnaps und Tabak erhalten. Und das war's. Okay. Gut, meinetwegen. Bandenkrieg, Schlachtfeld. Auf dem Feld lagen viele Leichen mit Hilfs-Sheriffs-Sternen. Außerdem hatte jeder Hilfs-Sheriff einen Brief bei sich, der ihn instruierte, im Namen seines Herrn jeden Kriminellen zu töten. Diese Briefe waren von Sheriff Turner gezeichnet. Andere Opfer als Hilfs-Sheriffs erschien es nicht zu geben. Solomon überprüfte nur die Leichen am Rande des Schlachtfelds und Solomon durchsuchte gewissenhaft das gesamte Schlachtfeld, trotz der Gefahr, dass dies schlecht für seine Psyche sein könnte. Natürlich untersuchen wir weiter. Neben Waffen und Teilen fand Solomon einen Beutel mit Chemikalien. Noch lange danach sah er vor seinem geistigen Auge Hilfs-Sheriffs, die sich gegenseitig umbrachten. Geld erhalten, Gegenstand und Gegenstände erhalten, einläufige Flinte, Kaliber 10, Vulkanpistole, Mechanikteile, Elixier der Heilung. Die Flinten dürften da nichts Neues sein. Der Namo Vulkanflinte kommt mit. Okay, das markiert. Der goldene Rand markiert nur, dass es neu ist. Einläufige Flinte, eine beliebte Waffe für die Jagd auf Wild wie auch auf Menschen. Kegelfeuer, Zielen 5, nichts wirklich Besonderes. Vulkanpistole für all jene, denen Kaliber und Kapazität wichtiger sind als Handlichkeit. Ja, das. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das schon kannte und, naja, jeder. Oh! Hä, hier, du bekommst eine Waffe und. Ja, du bekommst zwei Revolver. So. Hier bekommst du noch eine Schnapsflasche. Hier bekommst du auch noch Tabak. Warum hat er denn so viel nicht beigehabt? Das Elixier der Heilung wäre eventuell auch ganz gut. Ja, Moment, wir. Und der Tabak verbessert das Zielen, erhöht die. Ja, gut, der bekommt statt Tabak noch das Elixier der Heilung. So, jetzt können wir uns nicht mehr davor drücken. Jetzt müssen wir zum Krater gehen, ne? Hoppala. Oh, die Ranch haben wir noch nicht besucht. Und Gefahr von Wahnsinn. Solomons Verfolgungswahn wuchs. In jeder Ecke schien der Feind zu lauern und Solomon zwang sich zu glauben, dass es nichts zu fürchten gab. Trotzdem fürchtete er alles. Gedanken stürzten wahllos auf ihn ein und verdichteten sich zu einem weiteren Entwurf. Yay, Schizophrenie und ein neuer Entwurf. Die Ranch schien grausige Ranch. Die Ranch schien verlassen zu sein. Ein sonderbarer Geruch wehte aus der Scheune herüber. War das Tod, Wahnsinn oder irgendein anderer Gräuel? Solomon wusste es nicht. Na, dann sollte er mal nachgucken. Solomon durchsuchte die Umgebung der Scheune, ohne jedoch hineinzugehen, oder Solomon durchsuchte natürlich die Scheune. In der Scheune lagen mindestens 50 Leichen. Sie schienen sich gemeinsam die Pulsadern aufgeschnitzt zu haben. Obwohl der Gestank und das Bild, das sich im Boot überwältigend waren, stellte der Erfinder mit wachsender Unruhe fest, dass er sich an solche Dinge zu gewöhnen begann. Manchmal war ihm, als sehne er sie sogar herbei. Solomon suchte die Leichen ab und fand einiges von Wert. Drei Opiumdosis, Schnupftabak, Tabak und Elixier des Adlers. Ja, erstmal, wir haben schon 9 Entwürfe, das ist schon mal gut. Tabak nochmal. Opiumdosis, das ist glaube ich neu. Ein stark wirkendes Narkotikum, das aus dem Milchsaft des Schlafmunds gewonnen wird. Verschlechtert die Bewegung, erhöht aber GP und Glück. Hm. Und Elixier des Adlers dürfte zielen. Ja, gewählt für kurze Zeit überragendes Zielen. Nee, dazu müssten wir andere Dinge wieder weglegen. Das ist dann doof. Ich finde es immer doof, wenn man aus Menüs nicht rauskommt, indem man Escape drückt. Dafür ist die Taste, deswegen heißt sie Escape.
Gut, dann. Ich frage mich gerade, ich sehe hier unten das Wahnsinnsmaskerät, wenn wir hier runtergehen, ob dann auch andere Werte dastehen. Ja, tatsächlich. Okay, dann geht's auf zum Krater. Nehmen wir an, wir werden dabei einen Kampf wieder haben. Vielleicht schaffen wir es, drehen noch auf die nächste Folge hinaus zu zögern. Nee, schaffen wir nicht. Ist direkt tot. Der Krater war nicht so offensichtbar, dass er sich fast nahtlos in die Wände der Schlucht einfügte. Was? Der Krater war nicht so offensichtbar, dass er sich fast nahtlos in die Wände der Schlucht einfügte. Ja, warum erwähnt ihr es dann, wenn das nicht war? Nur ein kleiner Teil war im Feld zu erkennen. Die Explosion hatte alles darum herum zerstört. Dann bohren wir mal. Im Inneren des Kraters fand er einen Brief, der ein vertrautes Siegel trug. Solomon wurde klar, dass er den Meteoriten so schnell wie möglich ausgraben musste. Die Bohrungen würden Tage dauern. Er instruierte die Pinkertons, die Abwehr seiner Operation zu organisieren, und sie machten sich an den Bau eines behelfsmäßigen Forts. Solomon wusste, dass er sich um die Bohrung kümmern musste und seinen Beschützern im bevorstehenden Kampf nicht beistehen konnte. Ja, da... Moment mal. Warum? Ah, ja, Entschuldigung, ich dachte kurz, hier wären die ausgerüsteten Waffen. Schizophrenie erstmal. In den Schatten lauern beängstigende Feinde. Minus 10 Zielen, minus 80, minus 6 Bewegung, minus Max GP. Ihm geht's also gut. Endlich hatte Solomon den Ursprung der Epidemie gefunden. Es war der Meteorit. Während Solomon mit den Bohrungen begann, um den Meteoriten zu bergen, errichteten die Persons ein Lager und sicherten das Gebiet. As Delir drilled for the meteor, Trumorcliff's last letter reverberated in his mind. Trumorcliff thought his death was actually a rebirth through the meteor's power. Obviously, he had been insane, but what had he been trying to communicate? One thing was clear. Trumorcliff had renounced his old mind and embraced genius. The Pinkertons shouted. They spotted a horde of armed madmen. Turner's minions. Insane or not, Trumorcliff had known what must be done. Now it was Delir's turn. Okay, mindestens ein Pinkerton muss überleben. Die Bohrung muss abgeschlossen werden. Und optional Sheriff Turner erledigen. Okay, dann schauen wir mal. Hier oben haben wir A. Pearsons, der gehört da nicht hin. Wollen wir unseren Scharfschützen? B. Pearsons ist der. Oder? Moment. Ja, das ist das Gewehr mit Zielfernrohr. Okay. Dann gehst du bitte hier hin. Da kannst du dich nämlich danach noch bewegen. Das ist gut. So. Okay. Nicht die besten Möglichkeiten. Aber es geht. Okay, A. Pearsons schicken wir. Okay, da hinten sehe ich noch niemanden. Hier haben wir keine Deckung, was doof ist. Das heißt, wir gehen einen Schritt zur Seite. Keine wirklich guten Chancen. Aber wir können immerhin das Glück reduzieren, ne? Und C. Pearsons schicken wir hier hin. Und... Ja, das Kegelfeuer käme nicht weit genug. Das heißt, auch einfach ein Schuss, um das Glück zu reduzieren. Okay, die kommen von der anderen Seite. Dann werden wir die Seite mit A. Pearsons wahrscheinlich... Uiuiui. Hier haben wir gar keine Deckung, das ist ungut. Die scheren sich gar nicht um Deckung, wie es aussieht.
Die kommen aber sehr schnell, sehr nah. Und das sind verdammt viele. Okay. Den können wir dort nicht treffen. Okay, was sagten... Moment. Ach Gott, die Steuerung ist hier ein bisschen merkwürdig. Das Gewehr mit Zielfernrohr bringt uns jetzt gerade nichts. Wir können den da erledigen. Aber das macht nur 3 Schaden. Warum macht das nur 3 Schaden? Das ist zu wenig.